Du Mama, was essen die Menschen da? Sie essen Reis. Und was ist Reis? Das sind die Samen der Reispflanze, eine sehr bekannte und auf der ganzen Welt verbreitete Getreideart. Und wie wird Reis hergestellt? Der Reis ist eine sehr besondere Pflanze und es gibt verschiedene Arten des Anbaus. In jedem Fall benötigt sie viel Wasser, das für gewöhnlich langsam in einem Streifen von einigen Zentimetern auf den Feldern fließt, die Reisfelder genannt werden. Das Wasser wird von der Sonne erwärmt und hält die zarten Pflänzchen in der Nacht warm, die sonst, solange sie noch klein sind, erfrieren. Würden. Um Reisfelder anlegen zu können, muss zuerst der Boden perfekt geebnet werden. Dazu werden sehr starke Traktoren mit großen Pflügen eingesetzt, die zur Beibehaltung der richtigen Position einen roten Lichtstrahl, einen Laser, verwenden. Um dann den Reis anbauen zu können, müssen die Traktoren jedes Jahr zunächst den Boden pflügen und dann wird er mit einem speziellen Gerät an der Oberfläche aufgelockert, um die Pflänzchen keimen und wachsen zu lassen. Aber am Grund komprimiert, um das Wasser so lange wie möglich auf den Feldern zu halten. Nun werden die Reisfelder mit Wasser bedeckt und der Boden wird schlammig. Zum Säen und Düngen, der Dünger ist die Nahrung der Pflänzchen, werden an die Traktoren spezielle schmale Räder mit Spitzen montiert, welche den Schlammstreifen teilen und sich auf der harten Erde abstützen, die beim Pflügen verfestigt wurde. Dann wird gewartet, bis die Keimlinge mit Hilfe der Energie aus Sonne und Luft wachsen. Wenn die Rispen der Reispflanzen reif sind, wird das Wasser abgelassen und die Mähdrescher kommen auf das Feld, um die Reisirren zu ernten und die Reiskörner vom Spreu zu trennen. Zum Schluss werden die Reiskörner geschält und poliert, dadurch weiß und können dann gekocht und gegessen werden. Yippie, hab alles verstanden. Dann werde ich mal ein bisschen pflügen gehen.